P wie Pseudo-Experten. Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen nachprüfbar sein. Wer eine Theorie oder eine Behauptung aufstellt, ohne dass diese auf überprüfbaren Fakten basiert, der ist nichts weiter als ein Pseudo-Experte. Man muss ein Fachgebiet auch nicht studiert haben, um sich in einem Themengebiet besonders gut auszukennen. Hier geht es allein um die wissenschaftliche Arbeitsweise, die einer Theorie oder einer Behauptung zugrunde liegt. Beispiel: Diese Grafik hier wird von zahlreichen Experten verwendet, um den menschengemachten Klimawandel anzuzweifeln. Und tatsächlich, es sieht wirklich so aus, als wäre es die meiste Zeit der letzten 10.000 Jahre wärmer gewesen als heute. Und diesen kleinen Anstieg hier, den wollen sie uns jetzt als Klimawandel verkaufen. Tatsächlich zeigt diese Grafik aber gar keine globalen Werte, sondern nur Messungen, die an einem einzigen Punkt auf Grönland durchgeführt wurden. Außerdem endet sie im Jahre 1885. Daraus jetzt zu schließen, dass es heute auf der ganzen Erde keinen Klimawandel gibt, das ist mindestens mal methodisch inkorrekt. Grüße. Oder um es anders zu sagen, es ist einfach falsch. Das ganze Video zu diesem Thema könnt ihr euch übrigens hier nochmal in voller Länge anschauen. Zum Thema Pseudo-Experten zählt übrigens auch, dass eine solche wissenschaftliche Veröffentlichung nicht richtiger wird, nur weil angeblich viele tausende Experten sie unterzeichnet haben oder die These unterstützen. 2022 erklärten 1100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem Manifest, es gibt keinen Klimanotstand. Darin ist von der neuen Klimareligion und der Prophetin Greta die Rede. Kein echter wissenschaftlicher Experte würde diese Formulierungen benutzen. Zumal fast keine und keiner der 1100 Expertinnen und Experten wirklich in der Klimaforschung tätig ist. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man sich in einem Gebiet nicht trotzdem gut auskennen kann. Aber dem jetzt Glauben schenken, nur weil es angeblich viele sind? Bitte nicht. Es kommt hier eindeutig auf die wissenschaftliche Arbeitsweise an. Nicht die Masse macht's, sondern die Qualität. Überprüfbare Fakten und eine nachvollziehbare Arbeitsweise.